Die Kernaussage der Studie ist wirklich, dass wir gesehen haben bei Kunden und auch aus unseren Erfahrungen heraus, dass die Kunden sehr, sehr stark zum Thema Netzwerk bedacht sind. Heißt, sie sind sehr zufrieden mit der Netzabdeckung aus unseren Ländern heraus. Wir sind mit über 180 Ländern aktiv aktuell, wo wir Konnektivität anbieten können, wo auch unsere Kunden diese Konnektivität auch wirklich nutzen. Und wir haben auch gesehen, dass beim Thema Konnektivität natürlich auch sehr, sehr viele Details und sehr, sehr viele Herausforderungen entstehen, die die Kunden natürlich auch bestmöglich mit ihrem Netz, mit ihrem Anbieter, der A1, auch abdecken können. Die Vernetzung selbst ist natürlich eine sehr, sehr große Sorge, weil es oft nicht so einfach ist, Dinge zu vernetzen. Aber neben der Vernetzung selbst ist auch das Thema Sicherheit, IT-Security, OT-Security natürlich ein sehr, sehr starker Bringer, um eben von Kundenseite auch wirklich zu versuchen, seine Geräte, seine Mitarbeiter, seine IT und seine OT auch wirklich sicher zu machen und nicht nur zu vernetzen. Es geht grundsätzlich darum, dass man sich mal Gedanken machen muss und sich sicher sein muss, was habe ich im ersten Schritt. Das ist klassisches Asset Management, welche Geräte funken da, zu welchen Plattformen, was macht man auf diesen Plattformen, welche Daten geht es mit diesen Plattformen, welche Geräte müssen vielleicht sogar auch untereinander vernetzt sein. Und dann stellt sich natürlich die Frage aus der Sicherheitsperspektive aus, ist das wirklich sicher, ist das von außen abgreifbar oder sind diese Geräte, diese Systeme in sich geschlossen? Und wenn wir dann in diesen Bereichen dann die Möglichkeit haben, über diese Use Cases zu sprechen, dann geht es auch sehr, sehr stark darum, okay, was ist das für das Business der beste Weg, diese Sicherheit wirklich zu implementieren, ohne dass ich Mehrkosten verursache und ohne dass ich unnötige Komplexität zum Beispiel in das Netzwerk bringe. Weil wir natürlich speziell im IoT-Umfeld von sehr, sehr schmalen, sehr, sehr kleinen Geräten sprechen, welche oft gar nicht einmal die Möglichkeit haben, großartig über Security nachzudenken.